Willkommen zu dem Bonusvideo über das schwerste Rätsel der Welt bei Lufia 2 The Rise of the Sinistrals. Von eurem Artok wird das Ganze hier präsentiert. Und zwar fangen wir, würde ich mal sagen, direkt an. Ich muss mich dazu ein wenig entschuldigen, das wird ein bisschen länger dauern. Da ich das alles selber aufgeschrieben habe, damit man das Schritt für Schritt nachverfolgen kann. Ich habe die verschiedenen Teile mit einer Zahl gekennzeichnet von 0 bis 9. Und ihr werdet ja dann auf dem Bild sehen, welche Zahl zu welchem Kästchen gehört. So, wir fangen an mit der 7. Das ist diese hier. Die geht nach rechts. Die 8 nach links. Die 3 nach unten. Und die 4 nach unten. Die 9 nach rechts. Die 5 nach oben links. Oh, das ist die falsche. Nee, das ist gar nicht wahr. Ist richtig. Die 7 zweimal nach oben. Die 3 nach rechts. Die 5 zweimal runter. Die 7 nach links und nach unten. Die 9 zweimal nach links. Die 6 nach oben und nach rechts. Oh, falsch. Die 8 zweimal hoch. Die 3 nach rechts. Die 7 nach rechts unten und die 9 runter. So, dann sind wir mit der 8 zweimal links. Mit der 6 zweimal nach links. Mit der 3 nach oben. Mit der 4 nach oben. 7 zweimal nach rechts. Dasselbe wird mit der 5 gemacht. Und die 9 nach unten. So. Die 6 nach unten links, die 3 nach links, die 4 nach links, die 7 zweimal nach oben, die 5 nach rechts, dann die 4 runter, die 7 nach links, die 2 zweimal runter, die 0 nach rechts, die 1 nach rechts, die 8 zweimal nach oben und dasselbe wird mit der 6 gemacht. Dann kommt die 3 nach links. Die 1 wird zweimal nach unten geschoben. Die 0 einmal nach links. Die 2 zweimal nach oben. Die 7 rechts. Die 5 nach oben. What? Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich glaube, ich habe mich gerade in der Zeile verhört. Nein, gar nicht. Das stimmt sogar. Die 5 nach oben, die 4 nach oben. Und die 9 zweimal nach rechts. Das tut mir jetzt leid, dass ich mich da kurz ein wenig vertan habe. Aber es ist doch ein bisschen komplizierter, als man auf den ersten Moment annehmen würde. Ich kam gerade ein wenig in die Höhe. Ja, die 3 nach unten, die 1 nach unten, die 6 nach unten und nach rechts, die 8 zweimal runter, die 0 nach links, die 2 nach links, die 7 zweimal nach oben, die 5 zweimal nach oben. So, weiter geht's mit Seite 2, schwupp. Die 4 wird nach rechts bewegt, die 2 zweimal runter, die 7 nach links, dasselbe passiert mit der 5, die 4 zweimal nach oben und die 2 nach rechts. So, die 6 nach rechts und unten, die 8 zweimal rechts, die 0 nach unten, die 7 zweimal nach links, die 5 nach oben und nach links und die 8 zweimal nach oben. Danach 0 nach rechts. Dann die 3, wo ist sie denn? Zweimal nach oben, 1 nach links, 6 links unten. Die 0 runter. Die 8, jetzt muss ich mal schauen, welche ist die 8? Diese hier. Nach unten und links. Dann die 4 nach links, die 2 zweimal nach oben, die 0 nach rechts, die 8
einmal runter. Oh ne, zweimal runter, Entschuldigung. Die 8 zweimal runter. Die 5 nach unten. Die 7 nach rechts. Die 3 nach oben. Und die 1 nach oben. Das müsste diese hier sein. Dann die 6 nach links. Die 8 runter. Die 0 links. 2 zweimal runter. Die 4 nach rechts. Die 7 nach rechts. Das müsste diese hier sein. Die 5 nach rechts. Die 3 nach rechts. Wir schauen die 1 zweimal nach oben. Wo sind wir hier noch? 0 nach links. 5 zweimal runter. Wo waren wir jetzt? 7 zweimal runter. Die 4 nach links. Die 2 zweimal nach oben. Und die 5 nach rechts. Oben. So, dann kommt die 9 nach oben. So, jetzt ist nämlich alles blind. Mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil jetzt ist es ziemlich übersichtlich, was man machen muss. Die 8 zweimal nach rechts, die 6 zweimal nach rechts, die 0 einmal nach unten. So, die 7 zweimal nach links, die 5 zweimal nach links, die 9 nach oben. Dann kann man, wie ich sehe, das schon direkt abkürzen, indem man die 7 nach oben und nach rechts macht und dann die 0 nach rechts. Das war's. Und somit kommen wir in den Genuss der 4 Schatzkisten. Glückwunsch, du bist wirklich ein schlauer Kerl. Ja, das sind wir. Und die Preise dafür sind das Megaschild, die Götterrobe, den Legendenhelm und natürlich das Schwert Exenex, welches ziemlich zu empfehlen ist für diese Welt, falls man nicht wie ich die Drachentöter sich erbeutet hat. Ist das hier eine gute Ergänzung für diesen Dungeon? Ja, dann sage ich mal, das war's für dieses Bonusvideo. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, welches wieder eine reguläre wird. Und ich denke mal, die wird am selben Tag hochgeladen oder am nächsten Tag. Und diese wird an die nächste Folge dran gehangen, weil das ist nur so eine kleine Folge für zwischendurch. Einfach mal so als Bonusvideo, falls man das denn hier selber lösen möchte. Ich hoffe, das war euch eine Hilfe. Ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also, viel Spaß weiterhin noch und stay tuned.